Grüß euch, ich bin die Bonsold Hermi, komme aus dem Naturpark Almenland. Ich bin selbstständig mit meinem landwirtschaftlichen Betrieb, der was in mehrere Bereiche aufteilt. Und zwar auf der einen Seite ist es die Ochsenmost und auf der anderen Seite ist es die Aronia-Direktvermarktung. Und besonders am Herzen liegt mir die Waldpädagogik. 2014 haben wir die Aronia gesetzt. Es ist wirklich ein gesundheitliches Produkt. Und die Produktpalette reicht wirklich vom Ursaft bis hin über den Sirup, ein Likör, verschiedene Schokoladen, verschiedene Mischmarmeladen. Die Ochsenmost, das gibt es bei uns schon seit Anbeginn und wir sind seit den Verein Almo gibt, sind wir schon dabei. Und die Ochsenmost ist etwas, das was bei uns in die Landschaft wirklich hineinpasst, das was typisch ist, da fürs Almenland. Bei uns im Bezirk Weiz haben wir den Verein Wald erleben, wo wir Waldpädagogen zusammenarbeiten. Und es ist uns ein Anliegen, das Wissen über die ökologischen Zusammenhänge im Wald da weiterzugeben, einer breiten Personengruppe weiterzugeben. Und wir beginnen bereits bei den Kindern damit. Als Landwirtin muss man sich im Pflanzenbau auskennen, in der Tierhaltung, in der Buchhaltung. Mit dem Wetter sollte man Bescheid wissen. Und mit der Familie, die lässt sich da immer mit eingliedern. Und das Beste ist daran, dass man als Landwirtin eine wirkliche Managerin ist. Und wenn man das gern tut, macht man das auch mit Freude.